Willkommen zurück zu einem stinknormalen kommentierten Part von Majora's Mask. Jetzt fange ich an aufzunehmen und krieg in Skype zurückgeschrieben. Toll. Du hast die Ballade des Kronos gespielt. Das erste Mal seit langem, dass ich die Zeit wieder langsam mache. So, ich hoffe, euch haben die beiden Kaffees Quest Parts gefallen, so wie ich sie geschnitten habe. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist vielleicht gerade mal ein Viertel davon geschnitten. So, Freunde. Was wir jetzt machen in diesem 3-Tages-Zyklus. Ich werde schon mal auf den Felsenturm raufgehen. Werd mir noch eine Maske holen, nämlich die hier fehlt. Werd noch ein paar Herzteile holen. Ich muss am ersten Tag den Dieb davon abhalten, die Bombentasche zu stehlen. Damit wir in der Nacht des zweiten Tages diese Maske bekommen. Im nächsten 3-Tages-Zyklus werden wir uns nur um 2 Herzteile kümmern. Und werden dann die Zeit schon wieder zurückspielen. Leute, so läuft es ab hier im Auenland. So. Erstmal 100 Rubine. Na, damit wir auch diese Herzteile noch alle bekommen. Das sind ja nicht mehr viele, ne? Muss gerade mal überlegen, welche noch fehlen. So. Alles klärchen. Ab nach Ostunruhstadt erstmal. So. Wir brauchen nämlich noch ein paar Rubine. Wofür? Das zeige ich euch gleich. So was will ich auch. Ja, den Code kann ich mittlerweile. 34512. Alles klar. Super. Super. Ich mache super. So. Machen wir, gehen wir hier runter. Und holen uns noch ein paar Rubine. 270 brauchen wir noch. Ja, ich habe ja während Kaffees Quest immer wieder diese ganzen Rubine eingesammelt und habe sie abgegeben und wir sind schon fast auf den 500 Rubinen. Auf den 5000 Rubinen und ja, würde ich sagen, ab geht der Hans-Peter. So, ich brauche Bomben oder die Kabum-Maske, besser gesagt. Boom. So. Was haben wir denn hier Schönes? Yay! Ein silberner Rubin. Wer hätte das gedacht? Es ist jetzt heute in dieser Aufnahmesession das gefühlte 500. Mal, dass ich den aufsammle. Auch wenn es nicht hinkommt. Nein, es ist so das sechste Mal, dass ich den aufsammle. Wenn ich ja noch Rubine gesammelt habe. Nee, gar nicht wahr. Es waren weniger. 3-mal, 4-mal. So, genauso wie den da oben. Aua. So, gehen wir doch direkt mal nach... Ja. Holen wir uns noch 70 Rubine, wa? Holen wir uns noch 70 Rubine. So. Wo kriegen wir am besten 70 Rubine? Ganz klar. Gehen hier runter zu den Dodongos. Ich könnte jetzt auch die Kleinen hier besiegen. Oder die zwei Großen da vorne. Das gibt auch nochmal 100 Rubine. Aber hier unten haben wir 2 auf einen Streich. Und die werden wir jetzt kurz besiegen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ey! Das war fies. 4-mal. So. Bumm. Dankeschön. So, zack, 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 zack. So geht das. So läuft das bei uns hier im Auenland. Und wir haben jetzt die Rubine zusammen, um ein Herzteil zu ergattern. Und weil mir ein Herz fehlt, hole ich mir das eben mal hier. Yay! Wir haben ein Herz gefunden. Mein Herz. Mein Herz! So. Ab nach oben. Dump, 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 dump. Gehen wir mal nach Westunruhstadt. Und da gehen wir direkt mal in den Westen. Das ist Osten. Da wollen wir nicht hin. Da gibt es keine Bananen. Oh ja, ich weiß. Doofes Vorurteil. So, und
Aber in den Westen. So, Leute. Wir bekommen jetzt ein Herzteil. So, und Rubine einzahlen. Ja, du bist doch der kleine Kerl, der 4730 Rubine deponiert hat. Möchtest du was einzahlen? Wunderbar. Nun, wie viel? 270. Obwohl, komm, machen wir gleich. 331, komm. So, was? Du willst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher kleiner Kerl zu sein. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 5061 Rubine. Was? Du hast bereits 5000 Rubine gespart? Nun denn, kleiner Mann, das ist der Höchstbetrag. Mehr kann ich nicht aufbewahren. Ich bitte um Verzeihung, aber mehr als das kann ich dir nicht anbieten. Yay! Wir haben wieder ein Herzteil gefunden und, so, uns fehlen noch zwei für das nächste Herzteil. Eins kriegen wir, also sechs Herzteile fehlen uns noch, ne? Wartet. Fehlen noch vier Herzen. Das heißt, ein Herzcontainer, fehlen noch drei. Zwei Herzteile? Sechs Herzteile fehlen noch hier unten und vier sind ja dann oben. Vier kriegen wir dann im späteren Verlauf des Spiels noch. So. Wir holen uns auch gleich das nächste und ich hoffe, dass die Kuhfrage nicht drankommt, weil die kann ich nie richtig beantworten. Wenn nicht, machen wir es im nächsten 3-Tages-Zyklus nochmal. So. Ich bin am Überlegen, wo noch die Herzteile fehlen. Ach ja, genau. Zwei noch von der alten Frau. Das, ja. So, wir müssen die Kietenfuchsmaske aufziehen. Wir müssen die Kietenfuchsmaske aufziehen. Wusch! Kriegen wir mal ein bisschen Geld. Oh! Hihiho! Hallo, Junge! Mich zu narren ist unmöglich. Dein Bestreben ist vergebens. Wir Kietenfüchse erkennen uns am Glanz unserer schimmernden Schweife. Willst du mal meinen schimmernden Schweif sehen? Aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Wie viele Lenze zählt Tingel der Kartenzeichner? Ja, der ist 35. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Auf welchem Gebiet ist Anju, die Besitzerin des Gasthofs, wirklich schlecht? Kochen. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Wie lauten die magischen Worte, die Tingel für sich erfunden hat? Tingel, Tingel? Abracadabra. Kuku, Tingel, Rama. Kulu, Limpa. Kulu, Limpa. Natürlich. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Wie viele Kühe gibt es auf der Romani Ranch? Oh Gott. Drei. Scheiße. Oh, Leute, nein. Die ganze Chose nochmal. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt nochmal erscheint, wenn wir ihn nochmal rufen oder erst am nächsten Tag wieder. Versuchen wir es einfach mal. Versuchen wir es einfach mal. Das nächste Mal in Days Night. Oh, die Kuhfragen, ne? Wie viele Kuhfiguren sind in Unruhstadt? Wer achtet auf sowas? Die Fragen werden aber auch immer beschissener, ne? Schauen wir mal. Müssen wir das ganze Geld entsorgen? Na? Nö, der kommt nicht. Alles klar. Dann versuchen wir es anders. So. Drei Kühe, Foxy. Das hätte sogar ich gewusst. Welche Farm hat nur drei Kühe? Ganz ehrlich. Welche Farm hat nur zwei oder vier Kühe? Oh, gehen wir mal zur Milchstraße. Also wenn ich einen dritten Tag auf die Romani Ranch gehe, haben die gar keine Kühe mehr. So viel dazu. Dum, dum, dum. 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 Oh, sorry, Leute, ich bin nicht müde, nein. Oh. Um 12 Uhr mittags jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich bin vielleicht gerade mal vor einer Stunde aufgestanden, weil ich die ganze Nacht geschnitten habe.
So. Oh, guck mal, da ist er wieder. Und diesmal Konzentration. Hihiho, ich bin der Bruder vom Kietenfuchs. So. Um welche Uhrzeit geht Romani, das Mädchen auf der Ranch, zu Bett? Um 8. Beantworte dies. Zähle eine der drei Antworten. Welches Instrument spielt das Horror-Kid? Eine Flöte. Welche Waffe setzt Romani, das Mädchen auf der Ranch, während des Trainings ein? Einen Bogen. Beantworte dies. Wie lautet der Name der Sängerin der Zora-Band, die Indiegogos? Ludo. Ruto. Beantworte dies. Wähle eine der drei Antworten. Wie lautet die magischen... Tingle, Tingle, Kulu, Limpa. Endlich. Hihiho, gut, sehr gut. Nimm diesen Preis entgegen. So. Du hast bereits drei eingesammelt. Finde ein weiteres. Ja, und ich weiß auch schon, wo wir ein weiteres bekommen werden. Nämlich im Canyon. Im Canyon. Gehen wir zum Canyon. So, wo ist er denn? Der Ikana Canyon. Ikana Canyon. Wo fehlen denn noch Herzteile? Wo fehlen noch Herzteile? Hab ich schon dort aus dem... Muss ich mal gucken. Hab ich schon dort aus dem Klo? Hab ich das aus dem Klo schon? Muss ich mal gucken, Gucken wir einfach mal ins Notizbuch der Bomber. Ja, anscheinend. Aber uns fehlt hier noch jemand. Ach ja. Ja, genau. Ich weiß, welches noch fehlt. Ich glaube. Ja, das machen wir jetzt noch schnell. Dann muss ich zwar hier nochmal weg. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich bin doof, ne? Ich kann mir sogar jetzt direkt instant noch zwei holen. Instant. Instant kann ich mir noch zwei holen. Das machen wir jetzt noch schnell. So. So, wir brauchen einmal die Mütze des Postboten und einmal die Maske der Liebenden. So, und weil es auf dem Weg liegt, gehen wir über Nordunruhstadt. Es ist übrigens völlig egal, an welchen Briefkasten ihr geht. In einem der Briefkästen befindet sich ein Herzteil. Und zwar im ersten, an den ihr rangeht. Etwas anderes als ein Brief ist eingeworfen worden. Katsching! So. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert. Gute Arbeit. Katsching! So. Zwei kriegen wir noch hier. Eins unten. Am Canyon. Und eins hier. Ja, macht vier. 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Warum? Das ist doch voll doof. Warum geht das nicht? Ja, dann müssen wir eben 2 Stunden totschlagen, ne? Lass mich mal rein, bitte. Ja, lass mich mal rein. Ich komme aber noch nicht rein um 8 Uhr. Weil dieser dämliche Gormen natürlich jetzt rauskommt. Außer, ich beeil mich und spam. Ah. Ah, ne, der kommt noch gar nicht raus. So, gehen wir mal 2 Stunden totschlagen. Hier bei der Alden. Ey, Alde. Ey, Alde. Lies mal was vor. Nee, nicht ich gehe wieder. Alde, lies mal was vor. Und zwar die Geschichte vom Karneval der Zeit. So. Danke, Alde. Danke. So. Beim nächsten Mal kriege ich es hin. Da kann ich dir ganz zuhören. Danke, Alde. So, Alde. Bis denn, Alde. Alles klar. Auf zur Residenz des Bürgermeisters. Da waren wir noch gar nicht drin beim Bürgermeister, ne? Der fehlt uns ja auch noch im... Ja. Ich weiß auch, warum ich noch nicht drin war, weil ich das auf einem Rutsch machen wollte. Wir holen uns jetzt aber diese komplette Diskussion vorher an, bevor ich die Maske der Liebenden aufsetze. Oh, auf zum Bürgermeister! Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten.
Die Einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Ihr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die ganze Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister? Muto, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsblock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum ist denn diese Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber auch nur, wenn noch Leute da sind. Zieht nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten, Fisken. Ihr Ratsmitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Tortur? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Bürgermeister Dotur wurde ins Notizbuch eingetragen, wenn ich jetzt nochmal mit denen rede. Wir müssen die Stadt evakuieren! Der Karneval muss stattfinden! So, und jetzt setzen wir die Maske der Liebenden auf. Oh! Ah! Die Maske der Liebenden. Was für ein schönes Andenken. Also muss ein junges Paar geheiratet haben. Ich frage mich, ob meine Frau auch geflohen ist. Was? Was hast du eben gesagt? Wir alle machen uns Sorgen um unsere Familien. Warum beenden wir diese Besprechung nicht? Aber Herr Bürgermeister! Ob du stur bleibst und deine Familie hier in der Stadt beschützen willst oder es vorziehst zu fliehen und woanders Schutz zu suchen, diese Entscheidung obliegt jedem selbst. Ich danke dir dafür, dass du es mir ermöglicht hast, diesem sinnlosen Gequatsch ein Ende zu setzen. Erwachsene sind alle so stur. Es ist eine wahre Schande. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yay, wir haben ein Herzteil bekommen. So, was sagte er? Du solltest auch nach einem sicheren Ort suchen. Achso. Ja, er ist nicht der beste Bürgermeister, aber er will auch nur seine Frau und sein Kind schützen, ne? Aber. So, und jetzt steht Fisken hier draußen. Hauptmann Fisken. Der Befehl des Bürgermeisters ist endgültig. Die Wachen stehen noch immer auf ihren Posten. Noch immer? Mann! Ja, und wo ist der andere? Wo sind jetzt die Handwerker hin? Naja, egal. Wir machen im nächsten Part weiter. Tschö, ciao, ciao. Euer Mr. Nightfall.